Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder mitgefilmt, was ich so die Woche gegessen habe an veganen tollen Dingen und euch die Rezepte nachfolgend entsprechend aufbereitet. Und auch dann noch der Hinweis, ich habe natürlich mir auch eure Kommentare zum letzten Video dieser Art durchgelesen und da auch entsprechend Kritik gelesen. Manche fanden es gut, manche sagten, boah, ne, sozusagen die Zweitverwertung von Instagram ist alles so ein bisschen hektisch und so. Ist zur Kenntnis genommen und ich werde das nächste Video, weil das war hier entsprechend schon zu zeitnah produziert, weil ich bin ja auch seit über einem Jahr jetzt bin ich ja mit Nadine zusammen, sind wir Eltern und da ist die Zeit einfach für sehr aufwendige YouTube-Videos knapper geworden, bedingt eben durch Kind und Arbeit. Aber ich nehme mir eure Kritik auf jeden Fall zu Herzen und das nächste Video in dieser Art werde ich umgestalten. Ich werde wahrscheinlich dann einfach weniger Rezepte nehmen, die dann aber für euch hier auf YouTube für die Kamera kochen. Das Ganze dann entsprechend euch zeigen. Das ist dann ein bisschen slower und langsamer. Hier kommt ein kleiner Findus ins Bild. Und dafür aber werde ich dann sozusagen die schnellen Sachen werde ich für Instagram weiter beibehalten. Aber hier auf YouTube werde ich dann das Ganze ein bisschen slowdowniger machen. Und ich möchte deshalb nochmal vielen Dank für das Feedback. Wie gesagt, ist angekommen und werde ich berücksichtigen. Und wir starten jetzt in die Woche. Und zwar fangen wir an mit diesen fantastischen Creme Fraiche Nudeln. Dieses Gericht ist auf Instagram richtig krass abgegangen. Das haben sehr viele von euch nachgemacht, weil es natürlich aber auch sehr simpel ist. Und trotzdem aber sehr saftig, lecker und cremig. Und dieses Rezept geht so. Cremige vegane Creme Fraiche Nudeln. Und wie die gehen, das zeige ich dir jetzt. Vegane Creme Fraiche, Tomatenmark, Basilikum, veganer Käse, Gemüsebrühe. Köcheln und immer wieder umrühren. Bisschen Hefeflocken drauf. Fertig. Unfassbar cremig. Dann habe ich, das ist jetzt kein klassisches Abendessen, sondern etwas, was ich fürs Frühstück gemacht habe. Das ist so Oatmeal, Baked Oatmeal. Das ist halt die Hauptzutat sind Haferflocken und dann packt man in verschiedene Sachen rein, hat am Ende so eine Art kleines Küchlein, aber man kommt ganz ohne Zucker aus, was super ist, also klassischen Industriezucker. Und kann dann noch Früchte reinpacken. Ich habe hier in dem Fall so Schoko-Chips reingetan. Und ich finde es einfach super lecker und es sättigt gut. Man kann es sogar noch optimieren mit Proteinpulver. Dann macht es noch satter, wenn ihr möchtet. Und das Ganze wiederum geht so. Das hier sind vegane Baked Oats. Und die gehen so. Alle Zutaten, wie hier gezeigt, in einen Mixer geben, ordentlich durchmixen. Das Ganze dann in eine Backform, Schokotropfen unterrühren und dann in den Backofen fertig backen. Und so sieht es jetzt aus. Fantastisch. Dann haben wir etwas, für das ich wahrscheinlich in die Hölle komme. Es sind Ramen, die aber dann frittiert wurden mit Käse. Und am Ende hat man so leckere frittierte Käse-Ramentaschen. Und die haben auch wiederum sehr, sehr viele von euch nachgemacht. Obwohl ich erst dachte, Gott, wenn ich das hochlade, wahrscheinlich werde ich überall blockiert und entfolgt. Aber das ist der Gegenteil war der Fall. Also liegt es tatsächlich dann eher an euch und nicht an mir. Und das Ganze geht so. Das hier sind vegane frittierte Käse-Rahmentaschen. Und wie die gehen, das zeige ich dir jetzt. Rahmen in eine Schüssel, Gewürze drüber und heißes Wasser drauf. Reispapier einweichen, veganer Käse drauf, Rahmen drauf. Das Ganze, wie hier gezeigt, dann einfach falten, eine Pfanne mit heißem Fett anbraten von beiden Seiten und schaut, wie knusprig das ist. Boah. So, und ich gebe jetzt ab an Vergangenheit, Philipp, denn ich habe tatsächlich auch in diesem Video trotzdem wieder was für euch gekocht. Und das erklärt euch aber Vergangenheits-Philipp. So, und einige hatten von euch mal so geschrieben, ja, was ist denn mit Mittagessen und Frühstück? Weil ich ja meistens hier in diesen Videos immer nur meine Abendessen zeige. Nun, die Sache ist, zum Frühstück esse ich meistens immer nur Müsli oder immer so Standardsachen. Das ist wirklich bei mir immer eigentlich dasselbe. Und mittags oftmals esse ich wenig bis gar nichts. Ich esse dann abends sehr reichlich. Aber heute Mittag habe ich mir dieses unfassbar geile Grilled Bread Sandwich gemacht mit allerlei leckerer Sachen. Das Rezept zeige ich euch dazu jetzt gleich. Da kommen auch die Produkte des heutigen Sponsors der Folge wieder zum Einsatz. Wie schon in letzter Woche ist es mega lecker. Im letzten Video hatte ich das Pfann- und Grillgut verwendet. Dieses Mal aber kommen diese mega lecker Salatwürfel zum Einsatz. Ihr seht schon hier, Kräuter ist ein bisschen leerer, denn die habe ich auch verwendet. Und wie genau, das zeige ich euch jetzt. Als erstes nehmen wir einen Toaster, zwei Scheiben Brot rein, toasten. Die sind fertig. Jetzt ein Brettchen, da kommt unser Brot drauf. Das schmiere ich jetzt einmal mit Pflanzenmargarine ein, damit es gleich schön saftig wird. Als nächstes brauchen wir eine Avocado. Ihr könnt jetzt entweder die Avocado in Streifen schneiden oder aber, so wie ich, die Avocado einfach direkt aufs Brot drauf matschen. Würzen wir einmal mit ein bisschen Salz und ein bisschen getrockneten Basilikum. Dann kommt da jetzt frischer Blattspinat drauf. Zack. Dann schieben wir das nach oben, denn wir müssen das so schneiden. Meine Schüssel hinstellen. Ich habe hier kleine Tomaten. Die schneide ich mal eben in kleine Scheiben. Und jetzt kommen hier die Stars des Gerichtes zum Einsatz, nämlich hier die mega lecker Salatwürfel. Einmal Kräuter, Olive und hier einmal Kräuter. Und ich nehme Kräuter. Und das sind kleine leckere Salatwürfel aus Hanf und Erbse. Zum Großteil aus regionalen Zutaten. Haben einen hohen Proteingehalt. Deshalb nehme ich die auch gerne, um das ganze Essen in Sachen Nährstoffe ein bisschen weiter zu optimieren. Und ich entscheide mich heute für die Salatwürfel Kräuter. Und das Praktische ist, dass wir hier nicht nur diese kleinen Würfelchen haben. Ich gehe jetzt mal hier mit den Händen rein.
sondern wir können das direkt auch, das Öl, in dem die liegen, kann man perfekt auch jetzt hier für die Tomaten nehmen, sozusagen als Dressing mit. Und da brauchen wir jetzt gleich gar nichts mehr zusätzlich zu machen. Also wenn wir das gemacht haben, dann tragen wir jetzt die Tomaten und die Salatwürfel auf unser Brot auf. Den esse ich schon mal so. Beides zusammenklappen. Schaut euch an, wie prall gefüllt es ist. Kommt jetzt auf ein Backpapier. So eingepackt gehen wir jetzt mal rüber. Denn das kommt jetzt so, wie es ist, hier auf unseren kleinen Sandwich-Grill. Für ein paar Minuten. Und das Ergebnis wird fantastisch. So, ein paar Minuten sind um und wir schauen mal. Ui, das riecht schon super. Und, ach, guck dich an, wie toll das Brot jetzt hier gegrillt wurde. Und wie gut das jetzt hier schon aussieht, das nehmen wir jetzt mal mit rüber. Es riecht fantastisch, oder? Wenn es jetzt groß YouTube gäbe, ihr würdet ausrasten. Es riecht nämlich fantastisch. Wir schneiden das jetzt einmal an. Das Wetter meint's halt gut mit uns. Schaut mal, wie lecker das Ganze hier aussieht. Jetzt wird probiert. Mmh. Boah, so wunderschön saftig, ey. Mmh. Durch das Erhitzen sind die Salatwürfel von mega lecker. So leicht, nochmal so ein bisschen weicher geworden. Und die zergehen jetzt wirklich so im Mund. Das finde ich, ich persönlich finde das von der Konsistenz her ultra lecker. Wenn ihr das Ganze mal auschecken wollt, die Sachen gibt es entweder im stationären Handel, also im Supermarkt, oder aber auch im Online-Shop auf vega-lecker.de. Und wenn ihr da meinen Code Philipp15 verwendet, dann könnt ihr 15% auf euren ganzen Einkauf sparen. Ich habe euch die ganzen Sachen natürlich auch nochmal in die Infobox gepackt und wir machen jetzt weiter mit den anderen Gerichten, die ich so gekocht habe. So, danke an Vergangenheits-Philipp dafür und jetzt machen wir weiter sozusagen mit den kürzeren Videos. Ich habe dann etwas gemacht, das nennt sich Pfannlasagne. Und da nutzt ihr einfach Lasagneplatten, die aber sozusagen mit in die Pfanne reinkommen, dann die Soße drauf. Und jetzt werden manche von euch sagen, hey, das ist doch aber nur eine Pasta Bolognese. Ja und nein, denn ihr habt natürlich durch die Lasagneplatten viel größere Pastastücke. Und das wiederum macht dann dieses Gericht aus, was wie folgt geht. Ich habe dann nämlich einfach bei diesem Gericht Zwiebeln und Knoblauch angebraten, Tomatenmark dazu und veganes Hack. Dann das ganze angebraten Lasagneplatten, Passata, Wasser dazu und aufköcheln lassen. Dann noch ein paar Gewürze rein, Hefeflocken natürlich. Und das war dann tatsächlich schon das ganze Gericht. Ist super simpel, funktioniert eigentlich immer. Und kann ich euch eigentlich nur empfehlen, das Ganze auch mal auszuprobieren. Ich merke jetzt schon, die Woche war so ein bisschen pizzalastig. Denn das Nachfolgende ist eher so ein Snack. Das sind Zucchini Bites. Das ist sozusagen gebackene Zucchini, aber eben mit einer Tomaten-Käse-Komponente obendrauf. Kleine, leckere Häppchen, perfekt für Partys, Kindergeburtstage oder was auch immer. Ich habe nächste Woche Donnerstag habe ich Geburtstag, da werde ich die wahrscheinlich auch machen. Weil schmecken ultra saftig und trotzdem, ja, hat es noch so eine Fastfood-Note und die gehen so. Das hier sind Zucchini-Pizza-Bites. Und wie die gehen, das zeige ich dir jetzt. Eine Zucchini in Scheiben schneiden, auf ein Backblech geben, in einer Schüssel Tomatenmark, italienische Kräuter und ein bisschen Wasser verrühren. Zucchini-Scheiben bestreichen, veganer Käse drauf und backen. Fertig. Fantastisch. Dann etwas, was wir gestern Abend gemacht haben, was ein Go-To-Gericht bei uns ist. Denn es gibt ja so vegane Maultaschen und die finden wir schon sehr, sehr lecker. Und die wiederum habe ich schon seit Ewigkeiten abgemacht. Da mache ich immer so eine Maultaschen-Gemüsepfanne raus. Da könnt ihr einfach das Gemüse einfach austauschen, je nachdem, was ihr möchtet. Wir haben hier in dem Fall Zucchini und Paprika genommen. Das Ganze wiederum mit Tomaten kombiniert. Und das ergibt dann am Ende wirklich diese fantastische Maultaschen-Gemüsepfanne, die so geht. Das hier ist eine vegane Gemüse-Maultaschenpfanne. Und die geht so. Wir nehmen Zwiebeln und Knoblauch und braten das Ganze an. Dann haben wir Zucchini und Paprika. Die kommen jetzt ebenfalls in die Pfanne, werden angebraten mit Tomatenmark und Hefeflocken. Dann schneiden wir vegane Maultaschen klein, braten die an. Zum Gemüse kommt jetzt noch passierte Tomaten, Kräuter und Salz sowie Basilikum. Dann kommen jetzt hier die Maultaschen dazu, optional veganer Käse drauf und einfach vegantastisch. So, und das Nachfolgende ist noch etwas, wo ich auch nicht so genau weiß, ob das jetzt Parma Plus oder Negativpunkte gebracht hat. Denn es ist ein Spaghetti-Bolognese-Toast. Klingt jetzt total weird und komisch, aber es schmeckt fantastisch. Vor allen Dingen super, wenn ihr sozusagen, bei mir ist es immer so, ich mache eigentlich immer viel zu viele Nudeln und habe dann am nächsten Tag noch welche da, dann könnt ihr die normal essen. Oder aber, wenn ihr entsprechend natürlich dann unterwegs seid, dann könnt ihr die einfach mit einem Toast kombinieren. Und endlich kann ich auch mal diesen Sandwich-Griller entsprechend einsetzen. Falls ihr sowas nicht habt, gar kein Thema, entweder Mikrowelle oder aber in der Pfanne anbraten. Wenn ihr das in der Pfanne anbratet, dann habt ihr auch eine schöne Kruste am Ende auf dem Toast und dann schmeckt das fantastisch und das Ganze geht so. Das hier ist ein Spaghetti-Bolognese-Toast und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Veganes Hack, Passata, Gewürze, umrühren, aufs Toast auftragen, Nudeln drauf, Käse drauf, zusammenklappen und dann toasten. Mmh. Fantastisch. Was sagt ihr denn zu den heutigen Rezepten? Da war wieder viel Wildes, glaube ich, dabei. Und nochmal zu Beginn, das nächste Video in dieser Art und Weise wird ein bisschen anders sein, entspannter.
Und dennoch hoffe ich, dass euch die Rezeptkarten auf jeden Fall helfen. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass die Rezeptkarten bei euch sehr, sehr gut ankommen. Und die gibt es natürlich auch, habt ihr ja gesehen, auch in diesem Video wieder. Wenn euch Gerichte fehlen oder ihr sagt, mach mal bitte was damit, schreibt mir das Ganze gerne ebenfalls in die Kommentare. Das hilft mir natürlich dann zu wissen, was ihr so braucht, wo ich euch entsprechend helfen kann. Und wenn euch das Video trotz der schnellen Schnitte gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert, um in Zukunft dann eben die verbesserte Version dieses Formates zu sehen. Das würde mich wirklich sehr freuen. Neben mir findet ihr noch jetzt die beiden letzten Ausgaben meiner What I Eat This Week Reihe und wie gesagt, Philipp 15 für den Vega Lecker Online-Shop. Da spart ihr 15% auf das ganze Sortiment. Alles in der Infobox. Und ich bedanke mich immer für eure Aufmerksamkeit. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns in einem neuen Video bald schon wieder. Macht es gut, bis dann und tschüss.